Und sind wir alle müde? Bisschen warm, bisschen eingeschlafen. Das ist fast Frühlingwetter für mich. Das ist kein Hochsommer. Es ist nur Hochsommer, wenn es draußen ist wärmer als in meinem Körper. Dann, wenn es über 37, 38 Grad ist, dann ist es echt Sommer. Aber 34 Grad, das ist nichts. Was ist das Spruch von den Deutschen heißt, da gibt es keine schlechte Wetter, nur schlechte Kleidung. Ne? Mussten wir kurze Hose anziehen, Sandalen auch, das geht auch, alles geht, das hilft. Wasser, Ventilatoren, das hilft auch. Luft macht nicht krank, das sage ich immer. Die Deutschen haben diese Glaube, dass Luft macht man krank, aber ich stimme nicht dieser Glaube zu. Luft ist gut, hilft. Dann tief einatmen. Wenn du ein Getränk brauchst, bitte steh auf, hol dir ein Glas Wasser, das geht schon, es ist kein Problem, stört keiner. Ja, vielleicht sind die Texte ein bisschen länger, aber ich glaube, wir müssen eine ganze Geschichte hören. Nächste Woche, ich glaube, die Moderatoren brauchen Unterstützung, weil nächste Woche ist die ganze 12. Kapitel von Apostelgeschichte. Vielleicht lese es vor, als Hausaufgaben vorher, und dann kennst du die Geschichte zuerst, aber es wird auch vorgelesen am Sonntag, aber es wird gut. Apostelgeschichte 12, nächste Woche, kommt schon. Ganz spannende Geschichte über Petrus und im Gefängnis und wie er da rauskommt. Ganz gute Geschichte. Aber heute haben wir diese Geschichte. Und ich frage mir öfter, warum hat Lukas so oft geschrieben über was so Neues passiert ist, dass die griechischsprachigen Menschen zu Glauben kamen. Das war so bewundernswert. Er hat mit Cornelius mehrmals darüber gesprochen. Und jetzt bekommen wir diese Geschichte aus Antiochus. Und das ist eine sehr tolle Geschichte auch. Ich habe schon einmal darüber gesprochen, wie ich früher Möbel verkauft habe. Und es gab so viel, was ich an meinem Job liebte in dieser Zeit. Ich hab eigentlich Menschen nur lieb und es freut mich, mit Menschen ihre Geschichten zu hören. Und dann, wenn du jemand Möbel verkaufst, hast du mehr Zeit mit jemandem zu reden und was für ein Haus sie haben und was ihre Wünsche sind und sowas. Das ist nicht wie ein paar Socken zu kaufen, gehst am Kasse und kaufst die Socken. Du hast stundenlang mit einem Kunden zu sitzen, das macht Spaß. Die meisten Kunden waren fantastisch und ich liebte es, ihnen bei ihren Auswahl der Möbel zu helfen, die sie für den nächsten Jahrzehnten besitzen würden. Ich führte sie durch die Auswahl, die wir zur Verfügung hatten, erklärte ihnen die Vor- und Nachteile jedes Modells, bis sie bereit waren, sich zu entscheiden. Ab und zu bekam ich eine der verrückten Kunden, nenne ich sie. Eine dieser Kunden, die beschlossen hatten, dass ihre Kinder das neue Sofa aussuchen würden. Oh ja, das können wir auch merken. Ne? Eine große Fehler, wenn du ein achtjähriges Kind deine Möbel aussuchen lässt, wirst du am Ende etwas sitzen, das aussieht, wie es gehört in Barbies Traumhaus. Und das habe ich schon erlebt, dass Leute haben sowas gekauft. Und das sieht schrecklich aus im Lager und wenn es zu Hause geht, denke ich, sieht auch nicht so schön aus. Aber die Kinder sind glücklich für eine halbe Stunde und dann müssen die Eltern für die nächsten 10 Jahre damit leben. Jemand muss die Führung übernehmen in so einer Entscheidung in einer Familie. Meine Frau und ich führen unsere Familie. Ich meine nicht, dass wir die Wünsche unserer Kinder nicht hören will, aber dass wir die wichtigen Sachen, dass die mit uns teilen will, zuhören, aber dann am Ende machen wir eine Entscheidung. Wir werden niemals an der anderen Ende des Welt gezogen, ohne unsere Familie vorher zu fragen. Ich war nie ein Vater, der hat gesagt, ich habe eine Stelle jetzt, wir gehen, das ist die Ende, Schluss. Wenn meine Kinder wirklich das nicht wollten und könnte es nicht jetzt zu Deutschland zu kommen, würden wir nie umgezogen. Und ich werde sicherlich nie etwas so Großes tun, ohne dass meine Frau damit einverstanden wäre. Aber es ist meine Aufgabe als Elternteil, meine Kinder zu leiten und zu unterrichten, damit sie eines Tages als Erwachsene leben und auch ihre Kinder leiten und unterrichten können. Das ist, erwachsen zu sein, zu lernen, gute Entscheidungen zu treffen. Und dafür brauchen wir Führung. Weißt du, was wir in der Bibel nicht finden?
Was finden wir nicht in der Bibel? Die Demokratie finden wir nicht in der Bibel. Hör bitte zu, ich sage nicht, dass Demokratie falsch ist. Das sage ich nicht. Ich sage nur, dass die Bibel uns die Demokratie nicht als Mittel zur Leitung der Kirche vorgibt. Wir haben die Demokratie erfunden und sie funktioniert großteils. Aber Demokratie kann auch schiefgehen, wie uns die Geschichte gezeigt hat. Können wir danach denken, wie Demokratie vielleicht ein bisschen schiefgegangen ist? Die Nationalsozialisten wurden vom Volk demokratisch gewählt. Das war Demokratie. Der Brexit, der viele von den Engländern immer noch sagen, das war eine schlimme Entscheidung, aber sie haben das trotzdem gemacht, weil es war demokratisch gewählt, als eine Entscheidung zu machen. Da gibt es Menschen, die auch als Präsident der USA gewählt wurden, und wir müssen ihre Namen nicht nennen, aber wir wissen auch, das war eine demokratische Entscheidung, dass diese Leute haben einen Großteil von unserer Welt geführt. Manchmal macht das Volk es richtig, aber manchmal hat das Volk auch nicht recht. Ich habe in der Schweiz gewohnt und die haben eine andere Art von Demokratie in der Schweiz. Kennen wir diese Demokratie, die sie haben in der Schweiz? Sind alle ein bisschen eingeschlafen heute. Das heißt Direktdemokratie. Was das bedeutet, ist, dass das Volk über fast alles abstimmt. Über neue Gesetze und wichtige Entscheidungen kann und wird das Volk abstimmen. Wenn ich ein Bürger wäre, könnte ich eine Petition starten und laufe um den Hauptbahnhof und nehme Namen und Unterschriften von Leuten. Und ich könnte sagen, so zum Beispiel, dass Autos verboten sein sollten und alle Leute sollen Fahrrad fahren. Und wenn ich genug Unterschriften bekomme, kann ich eine Abstimmung darüber einführen. Und wenn genug Menschen abstimmen, bekommt das ein Gesetz. Und dann können wir ein Gesetz haben. Und deswegen hat die Schweiz viele Probleme, weil da sind Dinge, die sind abgestimmt, dass die sagen, das funktioniert eigentlich nicht in einer globalen Welt. Wir können uns nicht von alles abschrecken und Fenster, Zaune bauen, Mauer bauen mit unserer Ökonomie. Aber die mussten sowas machen, weil es war abgestimmt von der Demokratie. Die haben es gemacht. Vielleicht auch nicht eine von den besten Sachen. Manchmal muss jemand eine Entscheidung treffen. Eigentlich finde ich die deutsche Version das Beste. In Australien haben wir zwei große Parteien. Und du kannst nur für eine oder andere Partei wählen. Das ist alles, was wir haben. Da sind kleinere Parteien auch, aber dann hast du eine Zweitstimme. Und wenn dann deine Partei nicht in der Führung treffen kann, dann geht es zu den zweiten Stimmen. Wenn diese Partei nicht gehen konnte, dann geht es zu deiner dritten und vierten. Du musst das dann auswählen in erst, zweiter, dritter, vierter, bis es da Ende kommt. Und dann die zwei Parteien mit den großen Nummern sind die zwei Parteien, die dann darüber sagen, ich habe 51% oder ich habe 94%, du gewinnst, ich verliere, es kommt so. Und das funktioniert nicht so gut, weil dann haben wir nur eine Stimme in unserer Regierung. Aber hier müssen wir eine Koalition bilden. Hier müssen wir zusammenarbeiten mit anderen Menschen. Wir müssen eigentlich fragen, okay, wir haben nicht genug Stimme bekommen, dann müssen wir mit dieser Partei arbeiten oder mit dieser Partei arbeiten und wir müssen irgendwie eine Lösung finden für dieses Problem. Eigentlich finde ich das in großen Teil gut. Es kann auch Probleme geben, glaube ich auch, aber ich finde das besser als in Australien. Alle paar Monate in der Schweiz gibt es diese Volksentscheidung und zu irgendeinem Thema und dann haben sie eine Erklärung, was passiert jetzt und was kommt weiter. Aber was ist, wenn du die Petition nicht unterschrieben hast? Wenn du dagegen gestimmt hast? Nur weil eine Mehrheit dafür gestimmt hat, heißt das nicht, dass alle mit dieser Entscheidung zufrieden sind. Wenn 49 Leute sagen, ich will das nicht, 49% Leute sagen, ich will das nicht, aber nur 51% wollen es, dann ist es auch ein großes Riesenproblem. Ne? Da sind
49% von den Leuten, die haben überhaupt kein Glück mit dieser Entscheidung. Das ist ein Problem mit Demokratie, ne? Weil es ist nur die Mehrheit von Stimmen, das will. Sollten wir dann also eine Diktatur haben? Nein, klipp und klar, nein, das sage ich nicht. Das ist nicht, was ich sagen will. Ich sage nur, dass die Form der Verwaltung, die die Kirche angenommen hat, der KDÖA, nicht im Neuen Testament zu finden ist. Ist ich nicht da drin. Wir brauchen es, wir benutzen es, es ist notwendig, weil wir müssen irgendwie unsere Gemeinde führen und wir müssen irgendwie was machen, aber es ist nicht in unserem Neuen Testament zu finden. Überhaupt nicht. Keiner kann sagen, ja, es steht hier drin oder es steht da drin und deswegen machen wir so. Wir machen es, weil wir müssen. Weil die Regierung sagt, du musst deine Gemeinde leiten wie einen Verein und du musst Mitglieder haben, die müssen Stimmen abgeben und du musst gewählt sein und du musst uns zeigen, dass du richtig mit dem Geld umgehst und sowas. Alles wichtig, müssen wir alles machen. Ich will nur sagen, das kommt nicht von der Bibel. Das meint nicht, dass es falsch ist. Es ist einfach, es steht nicht in dem Neuen Testament. Werden leitende Personen in der Bibel von dem Volk manchmal gewählt? Ja, sicher. Wir finden das mit Judas. Denn der wollte jemand finden, dass das Platz von Judas übernimmt. Dann haben sie ihn gewählt. Das passiert. Haben das Volk ein Mitsprachrecht bei dem, was geschieht? Auf jeden Fall. Ja, wir wissen das auch, da war ein Großteil von Leuten, die haben gesagt, wir bekommen nicht von das gesamte Essen, das ausgeteilt werden. Wir brauchen das mehr, dass wir mehr bekommen. Die haben eine Stimme. Und die Leitenden in der Gemeinde haben gesagt, ja, stimmt, du hast recht, dann müssen wir was anderes machen. Und dann haben wir es ausgesucht. Leiter mit gutem Charakter führten die Kirche, geleitet von den Heiligen Schrift und durch den Kraft des Heiligen Geistes. Aber wie kann man eine Regierung oder eine Gesellschaft sowas ausdenken, dass es passt zu einer Gemeinde, dass wir eine Gemeinde führen kann? Wir brauchen Regeln. Wie kennen wir Regeln, wie viel der Heilige Geist steht in jemand? Hat er nur 90%? Hat er 50% von der Heilige Geist? Hat er 70% oder sie 70% von den Heiligen? Wir können das nicht sehen. Wir können das nicht merken. Da gibt es keine Punkte, wo wir sagen können, ja, es stimmt oder es stimmt nicht. Aber wir wissen, wenn jemand eine gute Charakter hat, ne? Oder nicht. Können wir das merken, wenn wir mit Leuten zusammentreffen? Wenn jemand eine gute Charakter hat oder nicht? Ich hoffe, wir können das sehen und empfehlen. Nicht immer vielleicht, aber die Leute können uns enttäuschen, aber manchmal können wir. Die waren Leiter wie Petrus. Hat Petrus alles richtig gemacht? Nee, überhaupt nicht. Leiter wie Paulus. Hat Paulus alles richtig gemacht? Nein, auch nicht. Leiter wie Jakobus, der übernimmt von Petrus später in Apostelgeschichte, der Bruder von Jesus. Hat er alles richtig gemacht? Auch nicht. Oder Leiter wie Barnabas. Barnabas und Paulus in dieser Geschichte sind Freunde, aber später in Apostelgeschichte finden wir auch, dass da ist ein Bruch in dieser Freundschaft. Das passiert auch. Die Geschichte von Cornelius öffnet die Tür dafür, dass auch Nichtjuden in das Evangelium hörten und zu Nachfolgern Jesus wurden. Und jetzt kommt auch Antiochia. Viele Nichtjuden zum Glauben. Und nicht wegen die Leitung in Jerusalem. Die haben keine geschickt und haben gesagt, geh jetzt in die Griechen. Das waren Leute, die haben an Jesus geglaubt. Und dann gehen sie zu Antiochias und erzählen diese Botschaft zu anderen. Die waren nicht ausgewählt. Keiner hat gewählt und sagt, geh jetzt und mach das. Die haben einfach gemacht, was die dachten, der Heilige Geist hat gesagt. Und Gott hat das unterstützt. Der Vater im Himmel hat das unterstützt. Und dieser Glauben hat gewachsen. Und jetzt kommen auch Barnabas dazu. Als die Gemeindeleiter von etwas Neuem in Antioch erfahren, schicken sie Barnabas los, um nachzugehen, was da passiert.
Barnabas, den wir bereits in diesem Buch kennengelernt haben, als Ermutiger bekannt. Was für ein toller Spitzname. Barnabas, der Ermutiger. Das, so eine Spitzname wollte ich auch gern haben. Ermutiger. Das klingt schön, ne? Barnabas ist überglücklich mit was er da findet. Von diesen Leuten. Und er sagt, das ist das Werk von dem Heiligen Geist. Wie kann ich dazwischen stehen? Er unterstützt diese Gruppe, aber er weiß ganz genau, sie brauchen Leiter. Die brauchen Führung. Und was macht er dann? Er kann das Geist am Werk sehen und das Evangelium breitet sich in der griechischsprachigen Welt aus. Und er braucht eine Ermutiger zu finden. Und er denkt direkt nach Paulus. Wenn ich über Paulus denke, ich denke nicht nach Ermutigung. Ich denke an einen strengen Mann, der immer das Finger zeigt. Ich weiß nicht warum, aber ich habe immer das Gefühl von Paulus. Vielleicht ist das falsch und ich verzeihe mir bitte Paulus, wenn du das zuhörst im Himmel, aber wir können später darüber sprechen. Aber so denke ich an ihn. Aber Barnabas kennt ihn anders als ich. Und er, ich hole Paulus hier. Er kann diese Gemeinde stärken und ermutigen. Wissen wir, wie lange wir sind jetzt in dieser Geschichte? Das ist das 11. Kapitel von Apostelgeschichte. Wissen wir, wie lange das ist her von Jesus, als er starb und im Himmel ging? Es ist ungefähr 10 Jahre, denken wir. Weil wir reden jetzt über diese Hungersnot. Und wir wissen, wann das war. Das war ungefähr so die spät 40er Jahre nach Christus. Jesus ist gestorben, am 33 Jahre alt. Und seine Jünger sollte ein bisschen jünger als ihn sein. Normalerweise ein Rabbi war ein bisschen älter als seine Jünger. Und dann mussten die Jünger so dann vielleicht 30 sein. Das meinte, dass die Ältesten in dieser Gemeinde, die Führer von dieser Gemeinde, die Leiter in dieser Gemeinde, sind ungefähr spät 30, früh 40 Jahre alt. Denken wir, dass es ein bisschen komisch ist, weil wir denken immer als Ältesten, die sollten so die Ältesten sein. Ne? Oder die sollten vielleicht zumindest graue Haare haben. Aber diese waren junge Menschen, die haben diese Gemeinde geführt. Die erste Gemeinde, die Urgemeinde. Antiochia ist eine große Stadt im Römischen Reich und steht an dritter Stelle hinter Rom und Alexandria. Hier wird diese neue Gruppe zum ersten Mal Christen bezeichnet. Das heißt, die, die zu Christus gehören. Das ist, wir manchmal denken, ein Christ zu benannt sein, ist eine Beleidigung, aber hier war es eine Ermutigung. Die gehören zu Christ. Wow. Kann das auch Leute von uns sagen? Die gehören zu dem Christ. Oder sagen Sie es mehr als eine Beleidigung, wenn Sie über uns sprechen? Das war keine leichte Aufgabe für den Dienst für Paulus. Einer von meinen Kommentaren beschreibt diese Stadt so. Die Kultur der Stadt war griechisch. Sie war nicht nur kosmopolitisch und großstädtisch, sondern auch eine der korruptesten Städte der damals bekannten Welt. Die rituelle Prostitution im Tempel der Daphne kennzeichnet die sinnliche Ausrichtung der Moral in der Stadt. Und genau in dieser Atmosphäre begann Paulus seinen Dienst als Verkünder Christi. Ganz einfacher Dienst, oder? Barnabas, der, wie wir bereits festgestellt haben, vom Heiligen Geist erfüllt ist, ist also genau der richtige Mann, um diese neue Gruppe zu leiten. Er reist nach Tarsus, nicht so weit entfernt von Antiochia in Syrien, und beruft Paulus, um den Dienst auf die nächste Stufe zu heben. Wenn Paulus eine Gemeinde in Antiochia aufbauen kann, ist es möglich, überall eine Gemeinde aufzubauen. Auch, ja, sogar hier in Halle. Wir hören so oft, wie unchristlich unsere Umwelt ist. Wie wenige Christen es gibt in unserer Umwelt. Weniger und weniger Leute sind Christen. Mehr und mehr Leute treten aus von Gemeinden.
Aber wenn Paulus das in Antiochia machen kann, können wir das auch hier in Halle machen. Das ist auch der Zeitpunkt, an dem die Urgemeinde merkt, dass sich umeinander kümmern muss, um die kommenden Hungersnot, das erste Missionsopfer auslöst. Ja, und in den letzten Wochen haben wir viel darüber die neuen Dinge gesprochen, die nach dem Tod und Auferstehung Jesus geschehen sind. Warum sollten wir das zur Kenntnis nehmen? Das ist immer unsere Frage. Es sollte immer unsere Frage sein, wenn wir was lesen in die Bibel. Was sollten wir dazu und zur Kenntnis nehmen? Ja und? Gut, ja und? Warum hilft das mir? Wir haben was von Urgemeinde gelernt und diese neue Gemeinde in Antiochia. Cool, schön, aber wir sind im 21. Jahrhundert, es ist 34 Grad hier drin, wir schlafen alle ein, wir sind warm, haben keine Klimaanlage zu Hause und wir fühlen uns nicht so wohl. Was machen wir damit, Markus? Was für eine Geschichte gibt es? Ist das nur, damit wir die Geschichte von den Urgemeinden kennen? Oder geht es darum, dass wir für die Zukunft vorbereitet, ermutigt und ausgerüstet werden? Das sollte jeden Text für uns machen. Paulus, wieder jemand, der für uns viel geschrieben hat. Und es freut mich, seine Heilige Schrift zu lesen, hat zu Timotheus geschrieben. Timotheus, 2. Timotheus 3, 16 bis 7 hat er geschrieben. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns auf für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Paulus hat das geschrieben, dass alles in der Heiligen Schrift hilft uns. Hat er eigentlich geglaubt, dass was er schreibt, ist Heiligen Schrift? Ich glaube nicht. Ich glaube, er hat das nicht geglaubt. Es ist so. Es ist tatsächlich so. Ich sage nicht, dass es nicht wahr ist. Was er geschrieben hat, ist unsere Heilige Schrift. Ich habe keine Zweifel davon. Aber ich weiß nicht, dass er das geglaubt hatte. Er dachte nicht, dass alle die Briefe, die er zur Gemeinde geschickt hatte, werden Heilige Schrift sein. Aber das hat er hier geschrieben. Alles, was wir haben, hilft uns, unser Leben zu führen. Alles, was wir lesen, kann uns helfen. Damit mussten wir fragen, wie hilft uns dieser Text jetzt? Über 2000 Jahre später, wie hilft uns dieser Text? Uralte Texten, wir haben gehört von diesem wissenschaftlichen Forum, das hat geholfen, dass die Menschen haben sowas gehört, haben sie unterstützt. Die haben Entscheidungen getroffen in ihrem Glauben. Die haben einen Schritt weiter gekommen. Stolpersteine sind aus dem Weg genommen. 2000 Jahre später hat unsere Heilige Schrift immer noch Kraft. Und wenn wir das nicht glauben, können wir kein Christen sein. Es hat immer noch Kraft. Jeden Text, jeden Wort, jeden Satz hat Kraft jetzt. Wir können diese Urgemeinde nicht kopieren, weil wir in einer anderen Zeit und Kultur leben als sie. Das geht nicht einfach so. Die hatten keine Wahl, die hatten keine Demokratie. Die waren in einer römischen Welt. Rom hat die ausgewählt, weil sie haben gesagt, du bist jetzt uns, du gehörst jetzt zu uns, fertig. Da war niemals, hat Petrus gewählt für seine Centurion oder für der Führer von der Gemeinde oder für jemand anderes. Die könnten es nicht. Demokratie könnten sie nicht. Wir leben in einer anderen Zeit und Kultur. Aber wir können von diesen Prinzipien lernen, die sie in den ersten Christen verkörperten. Die Urgemeinde verließ sich darauf, dass der Heilige Geist sie leitete und wartete darauf, dass er ihr den Weg zeigte. Er hat dem Weg gezeigt in Antiochias. Die Führung hat das nicht gemacht. Heiliger Geist hat das geführt. Die Urgemeinde hat keine Angst vor neuen Entwicklungen. Die haben gefragt, ist das von der Heilige Geist oder nicht? Aber sie hatten keine Angst dafür. Jetzt kommt was Neues. Jesus hat immer was Neues uns gezeigt.
Wir sind gewöhnt, was Neues zu sehen. Und wenn was Neues kommt und wir wissen, dass es von dem Heiligen Geist ist, dann machen wir es einfach. Die hatten keine Angst vor neuen Entwicklungen. Die jüdische Führung beschränkte sich darauf, wie die Dinge in der Vergangenheit gemacht wurden. Die könnte nichts Neues annehmen. Die Urgemeinde nahm neue Gläubige auf. Aber die höheren Priester und die Religion, die Juden, waren überhaupt nicht integrativ. Die könnten nicht. Ihre Geschichte lasst es nicht. Als die Menschen Jesus als Christus annahmen, waren sie großzügig. Sie waren bereit zu führen und geführt zu werden. Die Führung in Jerusalem schickte Barnabas, der wiederum Paulus fand und ihn bat, diese neue Bewegung zu leiten. Sie auch betrachten Geld nicht als ihren persönlichen Besitz, sondern wären bereit, denen zu geben, die in Not waren, wie das Hungersnot in Jerusalem. Wir lernen das, wir müssen auf den Heiligen Geist hören und uns auf ihn verlassen. Wir lernen auch, dass wir uns auf die neuen Dinge einlassen und nicht an der Vergangenheit festhalten müssen. Wir lernen, neue Gläubige einbeziehen müssen, auch wenn sie nicht dem entsprechen, was wir uns unter Gläubigen vorstellen. Wir müssen bereit sein, die Gemeinde zu leiten und uns von den Leiten zu lassen, die der Heilige Geist dazu bestimmt hat, uns zu leiten. Wir müssen mit unserem Reichtum großzügig zu denen gehen, die weniger Glück haben und nicht nur die institutionelle Religion stützen, die wir geschaffen haben. Ich habe immer ein Problem mit Gemeinden und Gemeindehäusern, Kirchen, ein Gebäude zu haben. Weil wenn wir zählen die Stunden, dass wir hier diese Gebäude benutzen, was können wir zählen? So 2 Stunden am Sonntag, so noch 2 Stunden für Gebetsstunden, vielleicht 2 Stunden für Jugendgruppe am Freitagabend, 1 Stunde im Monat für Gemeindeleitung. Fehlt was? 7 Stunden in der Woche? Sei großzügig und sage 10 Stunden in der Woche. Wie viele Millionen Euro stecken in diesem Gebäude ein? Für 10 Stunden in einer Woche? Und wir stecken viel Kraft und Arbeit, diese Sachen zu weiterführen. Eigentlich ein Gebäude zu haben, ist nicht ein großes Problem. Das kann ein großer Schatz sein, es kann ein großes, cooles Werkzeug sein in unserer Botschaft. Das brauchen wir dazu. Aber wenn wir nur arbeiten, diese 4 Wände hier zu unterstützen und weiter verwalten, dann machen wir eigentlich das, was wir das gute Botschaft von dem Neuen Testament? Oder verwalten wir einfach ein Gebäude? Das ist auch wichtig und wir müssen das tun. Ich sage nicht, dass es nicht wichtig ist. Gott hat uns diese Sachen geschenkt. Er hat das alles zu uns gegeben. Haben wir dafür bezahlt, dass wir hier sitzen? Nein, die Menschen von 150 Jahren her haben dafür bezahlt. Und die haben das Geld zu Gott gegeben und er hat das gerichtet. Aber was machen wir damit? Ich frage mich immer, okay, wir haben das jetzt, wir besitzen das alles jetzt. Was können wir damit besser machen? Was können wir damit machen, dass das Königreich weiter breitet? Aber wenn wir nur hier sitzen und sagen, nein, es muss alles geführt wie vorher, wir haben keine neuen Visionen, wir machen nichts Neues, weil wir müssen das alles festhalten, dann wenn wir das loslassen, dann verschwindet es irgendwie und dann haben wir es nicht mehr. Ich will nicht sagen, wir sollen das alles verkaufen und alles Geld zu den armen Leuten geben, das sage ich nicht. Aber wie können wir das Werkzeug, das Gott uns gegeben hat, besser benutzen, unserer Nachbarschaft die neue Botschaft zu geben? Und dafür brauchen wir Leiter. Dafür brauchen wir Visionen. Dafür brauchen wir Menschen, die zu dem Heiligen Geist hören. Und unsere Gemeindeleitung macht es so gut, wie wir können.
Aber da sind nur 6 von uns. Stimmt es? 6? Ich glaube, ja. Wie können diese 6 Leute alle die beste Entscheidungen treffen für diese Gemeinde? Alle die Visionen haben, alle die Träume haben. Wir machen es so gut, wie wir können. Aber wir brauchen andere dazu. Wer wird die nächste Gemeindeleiterin sein für diese Gemeinde? Wer sagt, ja, ich komme? In Jesaja hören wir diese Geschichte. Gott sagt zu den Dreieinigkeit, wer wird für uns gehen? Und Jesaja sagt, ich bin hier, schick mir. Wer von uns sagt das jetzt? Wer von uns sagt, ich bin hier, ich mache weiter? Und wenn das meint, es soll Mitglied sein, dann bin ich Mitglied. Wenn ich sage, ich sollte getauft sein, dann bin ich getauft. Wenn du sagst, ich soll das machen, dann mache ich das, weil ich will hier weitergehen. Ich will, dass der Heilige Geist diese Gemeinde führt. Ich will die Gemeindeleitung, das jetzt arbeitet, unterstützen und zeigen, dass die Hilfe haben und die, dass wir die unterstützen kann und neue Ideen dazu bringen kann. Wir brauchen es. Ich glaube, keiner von unserer Gemeindeleitung wird sagen, nein, wir haben genug, danke, wir brauchen keinen mehr. Wenn wir die Bibel als Geschichtebuch lesen und nicht daraus lernen, ist die institutionelle Religion, die wir geschaffen haben, dem Untergang geweiht. Sie wird so irrelevant werden, wie der Tempelkult für uns heute ist. Ich will keine Tempel haben. Ich will zu keinem Tempel gehen. Wir haben keinen Tempelkult mehr. Es gibt's nicht. Jetzt steht eine muslimische Moschee da drauf. Und wie seriös nehmen wir diese Tempelkult jetzt? Es ist nicht mehr. Da sind Gemeinden, die gehen weiter und weiter und weiter und weiter, bis da keine Leute mehr da drin gibt. Schließen die Tür zu und geben das Bund den Schlüssel und sagen, jetzt ist es fertig. Wir können das auch machen. Ich glaube, das ist nicht, was Jesus hat für uns vor. Aber dazu, das zu vermeiden, brauchen wir Menschen, die sagen, hier bin ich, ich mache mit. Und ich will nicht die Leute benennen, die das machen, weil wir haben viele davon. Ich will auch nicht sagen, dass keiner hier macht das. Wir machen das. Da sind viele, die das mitmachen. Aber wir brauchen jede Stimme. Wir brauchen jede Vision. Wir brauchen jede 2 Hände. Wir brauchen alles, was wir hier haben. Das Botschaft weiter zu verbreiten im Königreich für Jesus. Wir müssen nicht warten, bis wir mehr Leute haben. Bis wir mehr Mitglieder haben. Bis wir mehr junge Leute haben. Bis wir mehr Familie haben. Bis das. Jesus hat uns geschenkt, alles, was wir brauchen hier in diesem Zimmer. Schau mal diese Zimmer rum. An die Menschen. Ich kann alle sehen, weil ich stehe hier vorne. Ich kann dir alle sehen. Aber dreh rum, schau dir die Leute hier an. Wir haben genau, was wir hier brauchen, von dem Heiligen Geist zu führen, seine Vision für uns. Er hat uns das schon geschenkt. Wir müssen nicht warten. Wir können es einfach machen, mit der Kraft, die wir hier haben. Die Frage ist, wer wird für uns gehen? Wir haben eine lebendige, atmende Heilige Schrift, die uns in allem, was wir tun, leiten, ermutigen und ausrüsten sollte. Wir haben nur zu viel Angst, ihr zu folgen. Weil was meint das, wenn wir das Heilige Schrift folgen? Es könnte Angst machen, weil das könnte meinen, dass wir Leute als willkommen heißen, dass wir normalerweise nicht hier in unserer Gemeinde willkommen haben. Die Schrift ruft uns zum Handeln auf. Die Schrift ruft uns auf, etwas zu tun. Wozu ruft sie dich auf? Vielleicht ruft sie dich auf, zu leiten. Wir brauchen Leiter, die die Kirche führen. Wir brauchen Leiter wie Petrus, die Visionen für neue Wege haben. Eine Decke mit vielen anderen Tieren. Und er wusste, das meint, wir sollen alle einbeziehen. Er hat eine Vision gehabt.
Wie oft hören wir eine Vision in unserer Gemeinde? Ich habe eine Vision für Friedenskirche. Kennen wir alle diesen Spruch von Martin Luther King? I have a dream. Wer hat hier einen Traum? Wie oft hören wir von einem Traum von Jesus, vom Heiligen Geist? Wir brauchen Leiter wie Petrus. Wir brauchen Leiter wie Paulus, die die Fähigkeit haben, die Heilige Schrift auf eine neue Art und Weise für die Zukunft zu hören. Er hat die Heilige Schrift genommen, Alte Testament für ihn, und hat gesagt, guck mal, was ich gelernt habe, da ist was Neues drin, Jesus ist der Messias, er ist der Christus. Er hat das rausgefunden, dann wollte er das weiter verbreiten, er war so aufgeregt, er könnte nicht aufhören, er musste das weiter verbreiten. Wir brauchen Leute wie Paulus. Wir brauchen Leiter wie Barnabas, Männer und Frauen mit gutem Charakter, die ein Herz für Jesus und sein Volk haben. Woher werden diese Führungskräfte kommen? Erwarten wir, dass die hier nach den Sommerferien zu uns kommen, weil sie haben gerade umgezogen nach Halle und ziehen zu unserer Gemeinde und sagen, jetzt helfen wir hier, diese Gemeinde zu führen? Das wäre schön, aber ich habe schon gesagt, der Heilige Geist hat uns schon alles gegeben, was wir hier brauchen. Wir müssen nicht warten bis. Wer wird die Kirche in der nächsten Ära für Jesus führen in Friedenskirche in Halle? Ich hoffe, dass du, jeder einzelne von euch, sitzt da und fragst, Heiliger Geist, soll ich meine Hände aufheben und sagen, ich mache mit? Irgendeine Art und Weise. Frag ihn einfach und sage, was soll ich machen? Er wird dich antworten. Vielleicht ist es nicht bequem, die Antwort, die du bekommst, aber er wird dich antworten, glaub mir. Wenn du sitzt und in Ruhe ihn fragst, er antwortet dich. Wer wird die Kirche in der nächsten Ära für Jesus führen? Wir sitzen auf den Grenze. Was ist ein Eingang von einer Tür? Was heißt das wieder auf Deutsch? Schwelle. Wir sind an einer Schwellenmomente. Ich fühle das jetzt in unserer Gemeinde. Wir sind in eine gesunde Art und Weise jetzt in die richtige Richtung, glaube ich. Ich habe gute Hoffnung, dass es hier weitergeht, ganz gut. Aber was wir jetzt brauchen, ist Leute, die über den Schwellenmomente gehen und sagen, jetzt gehen wir rein in eine neue Zukunft durch die Tür. Wer wird die Kirche in der nächsten Ära für Jesus führen? Lass uns beten. Unser Vater, wir danken dir. Wir danken dir auch für diese Wetter, auch wenn es ein bisschen warm ist. Wir danken dir für die Gemeinde, die du uns gegeben hast. Hilf uns zu wissen, was wir hier machen können, wie wir hier helfen können, dein Königreich weiter zu verbreiten. Hilf uns, Visionen zu haben. Hilf uns, deine Stimme zu hören, Heiliger Geist, dass wir wissen ganz genau, was du vorhast. Lass uns das nicht nur an die Schultern von 6 Leuten fallen, aber dass die ganze Gemeinde führt mit und hilft mit und leitet mit. In deinem Namen beten wir, Vater, Jesus Christus und den Heiligen Geist. Amen.